Moin moin und hallo, willkommen zu einem neuen Video von Belamoch TV, Stu hier. Und das ist das letzte Black Ops 2 Info-Video, bevor dann frühestens am Dienstag Gameplay von Black Ops 2 gepostet wird. Und ja, für das letzte Video, Info-Video, habe ich mir ein bisschen was überlegt, nämlich einen persönlichen Countdown der neuesten News zu Black Ops 2. Das ist unterlegt mit offiziellen Trailern. Und ihr werdet vielleicht bemerken, dass der Sound von den Trailern rausgeschnitten ist und dass manche Videos, die ich verwenden werde, auch spiegelverkehrt sind. Ich will nämlich, so gut es geht, irgendwie Urheberrechtsproblemen aus dem Weg gehen, weil Activision da ja ziemlich penibel ist. Und ja, dann fangen wir mit Platz 10 an. Also es ist eine Top 10. Und ja, Platz 10, man kann jetzt die Musiklautstärke regulieren. Das ist nicht wie in MW3, wo man wirklich gar keine Sound-Option hatte. Und ja, das ist besonders hilfreich, wenn man mit Headset spielt und wirklich die Umgebung durch den Sound wahrnehmen möchte. Und ja, Platz 9. Das ist schon, fast schon unnötig, das als wichtig zu empfinden. Aber Waffentarnung und Red Dots sind bunter und lustiger designt. Zum Beispiel hatte man in Black Ops ja die Möglichkeit, dass man, den roten Punkt vom Rotpunktvisier zu ändern, zum Beispiel zu einem Smiley oder, keine Ahnung, zu einem Rechteck oder irgendwie sowas. Und in Black Ops 2 gibt es zum Beispiel auch einen Mustache Red Dot, sieht ziemlich lustig aus, ich weiß aber nicht, ob es wirklich beim Zielen hilft dann. Und ja, die Waffentarnungen an sich sind bunt, ich weiß nicht, ob es wirklich futuristisch ist, dass man da dann mit einer pinken Waffe rumläuft, aber hey, ich find's cool. Und ja, Platz 8. Ein abgespecktes Create-a-Class-System im Singleplayer. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber gleichzeitig auch gefreut. Man kann nämlich dann, ein bisschen mit selbst bestimmen, welche Waffen man dann im Singleplayer spielen möchte. Das hatte man in den vorherigen Call of Duty ja nicht. Da ist man immer mit irgendeiner vorgegebenen Waffe gestartet und konnte dann die von den Gegnern aufnehmen. Das war aber dann irgendwann ein bisschen langweilig. Aber naja. Punkt 7. Herrschaft ist jetzt rundenbasiert und ist rundenbasiert mit Halbzeit. Das finde ich auch eine sehr gute Änderung, auch wenn es nur Platz 7 ist. Aber es war ja immer so, zum Beispiel in MW3 Interchange, je nachdem wo man gespawnt ist und je nachdem wie man dann die Flaggen schnell eingenommen hat, hatte der Verteidiger eigentlich keine Chance. Und das wird damit eben aufgebrochen, dass zum Beispiel Map-Differenzen oder Map-Probleme, wenn es halt um Gerechtigkeit geht, ausgeglichen werden mit der Halbzeit und beide Teams gleiche Chancen haben. Platz 6, auch ein Punkt, der mich sehr freut. Verschiedene Embleme kann man kreieren und speichern und die kann man dann auch, dann hat man vielleicht, weiß ich nicht genau, 5 Slots, wo man schon gespeicherte Embleme hat und die kann man dann auswählen, wie man sie möchte. Insgesamt der ganze Emblem-Editor ist größer. Man kann zum Beispiel Transparenz einstellen, man kann alle Farben wählen, hat mehr Layer als in Black Ops 2. Und ja, sehr cool. Auf Platz 5, Nuketown 2025. Es ist ja jetzt neulich ein neuer Trailer rausgekommen, der zeigt das Layout. Und es ist jetzt auch, habe ich vorhin noch gesehen, ein IGN-Livestream gewesen, der 2 Stunden wirklich nur mit Black Ops 2 Gameplay war. Den verlinke ich auch nochmal. Und da ist auch schon Gameplay von Nuketown 2025 gezeigt worden. Kriegt ja jeder, der das vorbestellt hat und Hardened und Care Package Edition gekauft hat. Und ja, also der Stil an sich finde ich sehr cool. Sieht aber ein bisschen aus wie futuristisch im Sinne von aus der Sicht von 1960. Ja, insgesamt, man weiß ja, wie die Map sich spielt. Von daher wird man da auch keine Probleme haben, sich einzuspielen. Und ja, Platz 4, auch ein sehr cooler Punkt, nämlich Zombie-Option. Man kann nämlich jetzt, wenn man mit anderen zusammenspielt, die Schwierigkeit, die Startrunde, ab welcher Runde man starten will, Magie einstellen. Also Magie heißt zum Beispiel die Box, die Random Box und die Perks an- oder ausschalten, je nachdem. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch zum Beispiel solche Viecher, weiß nicht, ob es die gibt, wie Crawler oder so, ob man die dann auch ausstellen kann. Wäre cool, weil die im Kino der Tod ein bisschen genervt haben. Aber es macht es ja dann auch eben aus, dass es dann ein bisschen schwieriger wird.
Und dann gibt es noch einen Punkt, der heißt nur Headshots. Da kann man bestimmt auch ein bisschen, wenn man da, ja, kompetitiv mit ein paar Freunden Zombies zocken will, kann man da gut was raushauen mit nur Headshots. Ja, Platz 3, es ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem habe ich das noch nicht genannt. Der Elite Premium Service wird kostenlos. Das hört sich schon mal gut an. Der DLC, also der Download-Content, es gibt insgesamt 4 Map-Packs zu Black Ops 2, ist schon angekündigt, wird durch einen Season Pass bewerkstelligt, der kostet $50. Ja, weiß nicht, ob es auch 50 Euro sind. Da spart man dann 10 Euro. Ja, endlich keine Premium-Bindung mehr für DLCs. Ja, wie in MW3, da war ja alles, also da war der Hauptkaufgrund für mich ja, dass im Premium die DLC angeboten werden und man da ein bisschen spart. Aber das, was sie jetzt gemacht haben, ist eigentlich genau das Gleiche. Ich kaufe mir jetzt auch nur den Season Pass, weil ich die DLC haben will. Und da kommt das eigentlich aufs Gleiche raus. Elite Premium hat 50 gekostet und der Season Pass jetzt auch. Von daher, naja. Platz 2, das ist, ja, bei den ersten beiden Punkten konnte ich mir nicht wirklich entscheiden, was ich denn nehmen soll. Es ist jetzt, also Treyarch hat sich bemüht, ein neues Spawn-System einzubauen, nämlich mit der 3-Sekunden-Regel. Das heißt, Daten werden andauernd verglichen und der Spieler wird so gespawnt, dass er nah ja, an der Action ist, aber 3 Sekunden lang nicht getötet oder angeschossen wird. Das ist nämlich, ja, in MW3 hat man ja zu Anfang gesehen, total schief gelaufen. Hatten die keine 3-Sekunden-Regel. Das Spawn-System wurde dann zwar gepatcht, aber ist jetzt immer noch nicht so pralle. Und Treyarch versucht wirklich da, das Spiel zu optimieren. Und ja, wir hoffen, dass es wirklich funktioniert. Also ich habe im Livestream gehört, die haben nur eine 2%ige schlechter Spawn-Rate. Eine 2%ige schlechte Spawn-Rate. Und naja. Ja, und jetzt kommen wir zu Platz 1. Das hat mich wirklich sehr gefreut, nämlich dass die Spielsuche in Black Ops 2 auf Latenz und Ping, ja, ausgelegt ist und eben nicht auf der Region. Das heißt, gute Verbindungen erhalten gute Spiele. Es ist, war manchmal bei mir so, ich habe ja eigentlich eine gute Verbindung, ich glaube 16.000er DSL, und ja, selbst damit bin ich manchmal in Black Ops in regionale Spiele, ja, hinbeigetreten, wo ich dann trotzdem eine grottige Verbindung hatte. Und das sehe ich gar nicht ein. Wenn man eine gute Verbindung hat, sollte man auch ja, dementsprechend ein gutes Spiel finden. Ja, das war's eigentlich. Man hört sich dann frühestens, wie gesagt, am Dienstag oder halt am Wochenende, je nachdem. Kann sein, dass ich heute am Samstag, wo ich das Video aufnehme, schon Black Ops 2 kriege und dann schon mal ein bisschen was aufnehmen kann, was natürlich sehr geil wäre. Und ja, Musik verlinke ich, ist copyright frei. Und ja, wieder schauen und reingehauen.